Ja, meine lieben Freunde, da sind wir zurück bei einer neuen Runde Let's Play Fly for Fun. Wir haben hier schon mal schick so eine kleine Party. Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum der eigentliche Leader raus ist, aber egal. Skills haben wir an. Ich habe gerade noch mal eben kurz was vorbereitet von dem Event. Man muss 100 von diesem Stoff hier sammeln für den Hut, 100 Zahnräder vom Collector für das Suit, beim Regenbogenrennen 7 Minigames machen, dann gibt es hier so ein Handschuhding und 7 Tage in Folge eine Stunde am Tag eingeloggt sein für die Schuhe. Wenn wir alle Teile haben, müssen wir irgendwo hier vorne zu irgendeiner hin und kriegen dann das Set, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die haben wir schon zusammen gekauft, beziehungsweise zusammen, ja, gekauft. Jetzt fehlen uns noch 94 Stoff. Ja, wir haben zwar die Party, aber ich finde einfach ums Verrecken keinen Leecher. Ich bin jetzt seit bestimmt einer halben, dreiviertel Stunde dran, hier nach einem Leecher zu schauten. Egal, dann machen wir das halt einfach mal ganz entspannt ohne, mit 4 Amplis, weil mehr haben wir nicht. Ja, es ist gerade Lord XP Event und der Lord hat ja gerade auch geschautet quasi, dass wenn das Ding weg ist, es noch eine neue Party gibt. Ach, Party. Neues Drop-Event. Jetzt mach auch hier wieder an, wenn es geht. Das finde ich ganz nett. Gut, wir lassen uns jetzt einmal hier schön buffen. Dann. Falsch abgebogen. Hier wollte ich durch. Ah. Sehr gut. Ach, jetzt wird sie dann nicht angezeigt, die Skills. Egal. Lord Abstimmung. Wen nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal Albanok. Okay. Und ein spezieller Waffe wähle. XP und Droprate. Sehr gut. Dann auf nach Azria Channel 2. Party voll. 20 drauf. Okay, gut, er geht leider nicht. Egal, ich finde halt einfach keinen verdammten Leech. So, dann hauen wir die Dinger jetzt nochmal eben alle an. Kann ja nicht schaden. So. Was? Neue Nachricht? Ich habe Wattmarkt gemacht. Ach so, ja. Das müsste jetzt das gewesen sein, dass ich hier für heute eine Stunde online bin. Ah, gut, das juckt mich, wenn ich ehrlich sein soll, jetzt gerade ziemlich wenig. So, jetzt haben wir hier alles auf eine Stunde und hoffen mal, dass wir jetzt noch schick ein paar machen wir so. Ja, dass wir jetzt halt noch schick ein paar von den Stoffdingern hier droppen. Die 91 dürfte definitiv zu hoch sein. Also den haben wir an. Dann machen wir den noch schnell an. Und laufen noch schneller. Und dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir hier vorne die kleinen schaffen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Das erstmal ausprobieren. Ja, das ging doch so eigentlich ganz gut. Ja, ich weiß, die Skills sind an, wird aber jetzt halt gerade leider nicht angezeigt, aber egal, das kriegen wir trotzdem hin. Einfach mal kurz testen, wie sieht das aus hier. Ja, bringt jetzt nicht so viele. Aber das Schöne ist, dadurch, dass er jetzt direkt kommt, können wir da weitermachen. Sehr gut. Ich habe uns den Stoff auch mal hier unten reingelegt, damit wir einfach sehen, was da los ist.
Weil ich hätte dieses Set halt schon ganz gerne. Das wäre halt echt mega nice. Aber dazu dann noch den Umhang. Und wenn ich jetzt hier in der Stunde kein... Achso, das Ding läuft sogar auch noch. Das ist natürlich cool. Wenn ich jetzt in der Stunde hier nicht den Umhang droppe, in der Stadt steht einer, der verkauft so eine Box für 330 Millionen. Gut, ist jetzt auch nicht unbedingt das günstigste so, ne? Aber egal. Dafür als Set zusammen steht halt drin, du kriegst irgendeinen, der, also random halt einen. Das wäre halt irgendwie schon ein bisschen kacke, wenn es nachher einer ist, den wir nicht gebrauchen können. Also von daher müssen wir mal gucken. Aber vielleicht finden wir ja sogar jetzt schon einen, der... vielleicht finden wir halt jetzt schon einen, der dafür dann gut ist, sage ich jetzt mal. Machen wir dann auf jeden Fall auf. Weil die haben halt auch All Stats plus 20. Das heißt, die sind nochmal geiler wie der, den wir jetzt haben. Dann kann ich den verkaufen. Und den OMG-Umhang. Oder wir halten beide fest, falls ich nochmal einen anderen starten sollte irgendwann mal. Wer weiß. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hoffen, dass es hier, dass wir hier anständig was wegdroppen. Da müssen wir jetzt definitiv drauf hoffen. So, weiterhin schön hier nach einem Leecher-Schrein. Jetzt aus von 54 auf 94. Also 0,4 pro Teil. Ist natürlich nicht verkehrt. Eigentlich droppt jedes Viech über Level 15 so einen scheiß Stoff. Oder? Ich guck nochmal kurz nach. Stoffwitzen von Level 15 Monstern. Oder sind das doch nur halt... Oh, das wäre aber jetzt echt kacke. Wenn nur Monster, die Level 15 sind, die Kacke droppen, wäre halt echt jetzt Bullshit, Mann. Weil dann müssten wir halt ernsthaft die ganzen Kack, Fefern und so killen. Das sind ja die einzigen Level 15 Viecher. Und da muss ich aber gestehen, hätte ich echt relativ wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Er ist aber auch gutzügig unterwegs, der Kollege. Ui. Och, Viech, jetzt komm her hier. Danke. Ja, dann gehe ich hier oben auf den Spot. Ja, aber hier, das ist halt auch schon echt nice. Der Vote-Buff. Ich weiß ja leider nur nicht, ich glaube, das ist einmalig. Da bin ich mir aber jetzt gerade gar nicht so sicher. Ui. Können wir die aufmachen? Nein. Schade. Ja, hier lichten sich auch langsam die Reihen, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist. So, die packen wir mal nach da unten. Da können auch ruhig viele bei rumkommen. Das kann man zumachen. Top. Zack. 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 Na gut, das geht auch dahin. Weil haben wir ja eh. So, das nach da. Zack. Zack, zack, zack. Dann haben wir da noch Platz für einmal FP-Trank. Das da rein. Das da rein und dann sieht es schon wieder besser aus. Top. Genau, zwischendurch. Ach ne, F6. Stimmt, nicht F5, F6 ist er hier. Ach ja.
Also das Steam Team. Ja, könnt von mir aus auch gerne ein bisschen schneller gehen, aber egal. Wir wollen uns ja jetzt schließlich nicht beschweren. Aber das wäre halt echt schon ein bisschen Bullshit, wenn es wirklich nur Viecher ab Level 15 sind. Beziehungsweise nur Level 15. Ja, nochmal 50%. Das macht dann halt auch mal der Vote-Buff 105%. Das sind aber wahrscheinlich dann nur 5%, aber egal. 105% da, hier nochmal 50%. Das macht dann das eine fehlende Ampli weg. Also von daher, alles gut. So, den noch da. Läuft bei uns. So, oh, und noch ein Anziehenschild. Jawollig. Nee, gar nicht. Kann man das hier Ding ja schon fast auflassen. Also wenn wir wirklich so einen Umhang kriegen, wäre natürlich sehr nice. Weil der halt All Stats plus 20 hat. Dann könnte man den hier wieder an die Seite legen. Das wäre schon geil. Müssen wir mal gucken, ob wir so lucky sind. Wenn nicht... Ja, wenn nicht, dann... haben wir Pech gehabt. Garantiert eh keine vernünftigen Antworten kommen, aber man kann es ja mal versuchen. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine vernünftige Antwort kriegen. So. So, ja, B, 9, H, nein, gut. Oh, schon mal 50%, das freut uns doch. Ja, müssen wir halt mal gucken. Ich weiß halt auch nicht, wie, in Anführungsstrichen, selten die Dinger droppen. Keine Ahnung. Das weiß ich ja nicht. Aber ich finde den halt schon ziemlich geil eigentlich, aber egal. Ja, okay, ist voll, das ist schön. 56. Ist ja richtig, oder? Bunari, ja. 56 wird das genau gehen. Das würde so gerade eben funktionieren. Glaube ich aber nicht dran. Ja, wenn er sich jetzt nicht meldet, ist mir das auch Wumpe. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie einen Leecher zusammen gekratzt kriegen hier. Egal, wir machen jetzt erstmal hier das Stündchen. Wenn das Stündchen durch ist, kann man ja vielleicht noch mal gucken, ob wir noch Close
finden, dann müssen wir halt die kleinen, dreckigen Level 15er killen. Bleibt uns ja dann nichts anderes übrig. Wäre halt auch schon mega episch, wenn wir jetzt hier in der Zeit noch einen Umhang droppen. Wenn nicht, ist mir das, wenn ich ehrlich sein soll, auch scheißegal. Und ich gehe hin und kaufe so einen Umhang. Das wäre mir dann so egal. Ganz ehrlich. Aber mal so richtig. Kostet 330. Immer noch 1,5. Ja, das sollten wir hinkriegen. Da muss ich dann halt wirklich bald mal wieder hingehen und ein bisschen was verkaufen. Also langsam wird es halt echt eng mit dem Geld. Mal gucken. Aber das wird auch irgendwann schon wieder was werden. Also alles gut. Das wird alles schon. Schubidubidubi. Das wäre schon echt geil, das Set zusammen. Mal gucken, ob es insgesamt... Ja, vom Prinzip her bringt es halt mehr wie das hier. Mischen wir mal gucken. Ah, wow. Na, eigentlich sollte das mehr bringen, zumal dann mit dem Umhang, der hier All Stats plus 20 hat, ne, wäre das schon... Wäre schon echt edel. Zumal das Ganze dann, wenn du alles zusammen hast, bessere Werte hat wie das Ding hier. Dann können wir das hier an die Seite legen erstmal oder verkaufen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall, das sollten wir hinkriegen. Das wird, glaube ich, nicht das größte Problem werden. Boah, ich denke mal, Level Up sollte drin sein. Ja, doch. Level 76 sollte drin sein, definitiv. Und ich bin da halt doch immer noch auf der Suche hier nach Beats, die wir gebrauchen können. Die verkauft halt keiner, ne? Herrlich. So kann es da weitergehen. Wenn wir jetzt einen Leecher hätten, wird es halt noch schneller gehen. Aber wenn wir jetzt einen Leecher mit RM hätten, oh, wäre das schön. Das wäre so schön, weil das wird so schnell gehen. Das wäre so schön, denn es wird so schnell gehen. Rhyme Master 6000, ey. Eher nicht so. Oh, Anygones. Die kann man sogar wirklich mal beiseite packen, weil da könnte man vielleicht sogar einen kleinen Tacken Geld für kriegen. Nicht wirklich viele, aber mehr wie beim NPC. Und auch schön weiterhin hier Quest-Items sammeln. Oh ja, so gefällt mir das. So will ich das sehen. Sehr schön. Ja, ich glaube, er levelt hier mit ihm wahrscheinlich. Also, ja. Egal. Juckt mich aber auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Und weiter geht's.
Müssen wir mal gucken, ob wir wirklich so eine Box droppen, ne? Oder ob wir die Dinger hier voll kriegen, wäre auch nicht verkehrt. Die hat garantiert einen Lusaka Crystal Bogen. Ja, und hat natürlich die Ansicht aus. Ja, die ist so ein bisschen fixer unterwegs wie wir. Aber halt auch alle richtig schön. Ja, Boloclork Female plus 3. Was heißt das plus 3? Dann whispern wir ihn mal an. Ich weiß halt nicht, was das Ding kosten soll. Vor allem, was kann das Ding plus 3? Wo ist da jetzt der Unterschied? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Hashtag Neuland. Oh, geht ein bisschen. Oh, nochmal buffen wäre ganz cool. Oh, wir haben 7, also gibt's auch hier Close. Dauert ja ewig lange, bis wir die zusammen haben. Gut, das heißt dann, es wird halt doch gekauft. Sobald wir welche sehen, werden die gekauft. Da muss definitiv gekauft werden, weil so... Jetzt in 20 Minuten ein. Also wird definitiv gekauft. Aber mal so ganz entspannt. Jetzt gleich darf ich nicht vergessen, hier zu drücken. Wie des Öfteren. Der eine geht noch, den kriegen wir dann noch fertig, glaube ich. Oh, easy.